Oh Mann, da bin ich echt mal gespannt, was uns da drin erwartet, wie es da drin aussieht. Da ist nämlich jede Menge Resin reingelaufen. Weiter geht's nach dem Intro. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makoramedy und heute verärzten wir mal den Elebumas. Der sieht, wie ihr sehen könnt, nicht mehr allzu gut aus hier. Und hier sind ein paar Risse im Display. Wie ist es passiert? Naja, ich kann es mir nur vorstellen ungefähr. Und zwar, dass diese Platte hier an der Abtropfverrichtung gehangen hat. Und ich dann beim Rausgehen, so eilig wie ich war, hier gegen die Tischplatte gekommen bin und das sich dann ein bisschen losgeschaukelt hat und dann nach unten geknallt hat. Ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen. Ich habe es mitbekommen, als ich zurückgekommen bin nach einer Woche, wo ich wieder bei den Eltern und bei den Schwiegereltern war. Und dann hier diese ganze schöne Silikonmatte quasi vollgestanden hat mit Resin. Und da kann ich nur sagen, legt euch so ein Ding zu. Gibt es im Fressnapf für billig Geld oder auch auf Amazon. Einen Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Denn der Schreibtisch hat nichts abbekommen, beziehungsweise die Werkbank, sondern zwar das Resin komplett nur in dieser Matte mit dieser Überlaufrinne. Ist also echt ihr Geld wert gewesen. Ansonsten wäre wahrscheinlich die ganze Bude versaut gewesen. Ja, und damit fangen wir einfach mal an. Ich schraube jetzt hier einfach mal wild drauf los die ganzen Teile an der Seite ab. Ich habe keine Ahnung, wie das denn funktionieren soll. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal ein Ersatzdisplay besorgt. Das darf ich jetzt nicht runterfallen lassen, das wäre natürlich sonst peinlich. Das ist für den Elegumas und für den Photon, für den Anycubic Photon. Genau, da oben steht es drauf entsprechend. Ja, und dann schauen wir doch mal rein, wie wir dann entsprechend das Ganze aufgeschraubt bekommen und was denn da drin noch alles gelöst werden muss. Ich nutze mein Handy, weil ich bin jetzt nicht so firm im Auseinanderbauen von dem Drucker. Einfach um eine kleine Anleitung zu bekommen, wo ich denn da genau nachgucken muss, dass ich das Ganze richtig auseinandergebaut bekomme. Ich habe jetzt mal ein wenig nachgeschaut und natürlich erstmal müssen hier die Seitenbänder ab. Da drin ist dann irgendwo der Anschluss für das Display. Da schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Und na, ich hoffe, dass da drin nicht allzu viel ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Reparatur gelingt. Also ich weiß nicht, ob das Austauschen des Displays ausreicht oder ob da vielleicht noch mehr kaputt ist. Das kann ich nicht sagen. Das werden wir gleich mal sehen, sobald ich einen Blick reingeschmissen habe. Denn, wie gesagt, der hat eine Woche da gestanden und durch den Riss im Display, ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Platte hier runtergekracht ist. Die hat dann entsprechend ein Loch in die Fabfolie reingepackt, hat hier das Display zum Splittern gebracht und das Resin ist dann vermutlich durch die Fabfolie aus dem Tank in das Display reingelaufen und hier war natürlich alles unter Wasser, beziehungsweise unter Resin. So, und ist natürlich alles nicht schön, kann man alles nicht gebrauchen, gerade nicht in der aktuellen Zeit, wo man nicht weiß, wie es aussieht mit Ersatzteilen. So, und dann schauen wir mal. Wir müssen wahrscheinlich noch hinten irgendwo. Ah, es ist alles so klebrig. Igitt. Oh ja, und es geht schwer auf, weil es überall klebt. Boah. Alter Verwalter. Okay, das ist echt festgeklebt an manchen Stellen. Nicht schön. Hier, ich merke es auch immer wieder an meinem Handgelenk. Ich möchte jetzt ungern noch ein Messer oder irgendwas verwenden, um das abzuschrauben, aber ja. Schrauben wir nochmal hier vorne das Display auf, damit wir wirklich überall drankommen. Das muss natürlich auch irgendwie ab, damit wir die Vorderseite abmachen können. Da bewegt sich zumindest mal schon mal was. Ich hoffe, dass zumindest mal das Touch-Display geht. Ich habe ihn jetzt nicht angeschmissen und nicht ausprobiert, weil ich jetzt auch mit dem nassen Resin im Gehäuse nicht irgendwie jetzt unbedingt was provozieren wollte und vielleicht einen kurzen verursachen wollte. Ich wollte dafür sorgen, dass das Ganze nichts denn abbekommen würde. Ah, jetzt.
Muss ich denn hier vorsichtig sein, dass ich nichts abreiße? Ja, schon ein wenig, aber nicht so massiv, dass da jetzt... Okay, also das Display hat schon was abbekommen, zumindest mal ein bisschen Resin abbekommen, hier sehe ich. Aber das ist jetzt nicht wild, das ist schon ausgehärtet. Ich ziehe mir nochmal gerade einen anderen Handschuh an, weil mit dem habe ich mir das gerade versaut. Meine Güte, was sind denn das für Handschuhe? Die hier direkt kaputt gehen. Ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, Mädels. Jetzt. Also diese Handschuhe hier kann ich keinem empfehlen. Die halten echt keine 5 Minuten durch. Ich glaube, ich muss mal wieder gucken, dass ich diese dickeren bekomme vom Airbrush, vom Tätowierer. Die halten echt mega gut durch. Wenn ich jetzt hier für diesen einen drehe, da sind schon 3 kaputt gegangen. So. Ich schnapp mir mal 2 Tücher. Und schau einfach mal. Okay, ich glaube, auf die UV-Einheit ist von außen zumindest, von hier der Ansicht zumindest mal nichts drauf gekommen. Hier ist natürlich überall alles verklebt. Eieieiei, alles schmierig und klebrig. Nicht sehr schön. Aber wer das sauber machen will, der muss natürlich dann daran. Das ist keine Frage. Wir machen jetzt hier wirklich erstmal Bestandsaufnahme und gucken mal, ob wir... Oh, seht euch das mal da hinten dran an. Na, stell scharf. Da ist überall Sift drin. Überall. Wirklich, wirklich überall. Igitt. Nur nicht ans Handy kommen. Okay. Jetzt schauen wir mal. Ich befürchte, dass wir unten noch ein paar Schrauben lösen müssen, damit wir ans Display rankommen. Wobei, nein, brauchen wir gar nicht. Denn hier an der Seite ist das Display verbaut. Da ist nämlich ein Klettband drüber, ein Klebeband drüber. Da muss ich den Handschuh ausziehen, der sowieso schon wieder gerissen ist. Na toll. Den zweiten auch weg, komm auf. Und jetzt mal gerade gucken, ob ich da richtig liege. Ja. Ja, das Klebeband muss ab und dann muss der Displayport dort auch mit ab. Oh ja, und das Display ist in der Tat nur sehr lose da drauf gesteckt. Das packe ich mal ganz kurz dahin. Das ist wirklich nur sehr lose mit dem Kontakt her. So, okay, es sieht wohl doch so aus, als wenn wir irgendwer Spitzes brauchen, beziehungsweise vielleicht sogar ein Messer, um das Display einfach wirklich plump jetzt von hier anzuheben. Ja, das klappt nicht ganz. Geh raus, komm raus, komm raus. Doch, es funktioniert, es funktioniert. Ihr seht, Stückchen für Stückchen bricht das Display raus. Ach, es ist eine ekelhafte Sache jetzt gerade. Ja, es ist da drin anscheinend festgeklebt. Oh, es ist ja noch ekelhafter. Oh, nein, das sollte nicht passieren. Ja, so wie es aussieht, habe ich es geschafft. Nicht nur das Display rauszuheben, sondern die Folie vom Display abzuziehen. Das ist das Display eigentlich, was wir brauchen. Ah. Und natürlich hat es den Kleber auch mit abgelöst. Ist denn da ein Kleber mit dabei? Ich hoffe doch mal. Ich hoffe doch mal, dass da ein Kleber mit dabei ist. Ist da Kleber mit dabei? Ja, da ist Kleber mit dabei. Sehr gut. Okay, das bedeutet, wir haben alles, was wir brauchen. Das heißt, diesen Kleber
können wir entfernen. Das Ganze dann ordentlich sauber machen. Die UV-Einheit ist die gute Nachricht, hat anscheinend, so wie es aussieht, nichts abbekommen. Yay! Sondern nur ein wenig noch was das Gehäuse. Das heißt also, es könnte vielleicht unter Umständen gleich sogar funktionieren. Wenn ich dann dieses Klebeband hier endlich abbekomme. So, ich habe jetzt, glaube ich, den Spiegel so halbwegs sauber. Ich weiß es nicht ganz genau. Es wird einfach nicht besser. Es wird, glaube ich, eher schlimmer, je mehr ich da rummache. Aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt erstmal zufrieden. Er ist so leicht stumpf, weil da doch anscheinend ein paar Tropfen Resin sich irgendwo verstopft haben und jetzt runtergekommen sind. Gerade auch durch diese Klebebänder, wo da ein bisschen was drauf getropft war. Nichtsdestotrotz, wir beginnen jetzt einfach mal damit, dass wir das neue Display einbauen. Das bedeutet, das jetzt nicht irgendwie noch runterfallen lassen großartig, sondern jetzt hier erstmal die Klebestreifen anbringen. Das sind die neuen Klebestreifen. Und das sind natürlich nur 3 von 4 dabei. Warum das? Ja, weil man mal wieder am Geld gespart hat bei der Herstellung von solchen Teilen. Das lobe ich mir natürlich. Der Anschluss sehe ich gerade, der passt auf jeden Fall. Und jetzt versuchen wir halt dann entsprechend mit den uns zur Verfügung stehenden Klebestreifen das alles irgendwie ein bisschen halbwegs fest zu bekommen. Ja, das dürfte passen. Sorry, ich muss mal den Handschuh ausziehen, sonst klappt das da nicht mit dem Abpitteln. Diese Klebestreifen da sind ja immer was? Ah, so rum geht das, okay. Na gut. Na gut, dann halt so. Jetzt. Yay. So, und der letzte Streifen. Und hier versuche ich gleich einmal. So, zwar nicht schön, aber selten. Und jetzt kann das neue Display auch, jetzt muss ich nur schauen, das kommt hier rüber, genau. Das kann nämlich jetzt entsprechend hier so reingelegt werden. Damit ihr hier auch etwas seht. Und dann wird das einfach nur klack hier reingelegt. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen fest trocknen. Hier unten muss das Display. Haha. Das muss hier unten ja festgeklebt werden. Ich sehe. Oh, das wird noch eine kleine Herausforderung. Dazu ziehe ich auch mal diesen Handschuh hier aus und klebe das Kabel mal hier dran fest. So, jetzt hat es Klick gemacht und ich glaube, das hält soweit. Ich hoffe soweit. Ich kann es nicht sagen. Wir werden jetzt erstmal das Netzteil hinten anschließen und das Teil anfeuern und schauen, ob das dann wirklich alles was gebracht hat. Und dann schauen wir mal weiter. So, Strom ist drin. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hier ist das Display. Schalten wir mal ein. Da leuchtet was. Huhu. Elogomas, es funktioniert, es läuft. Machen wir doch hier mal gleich ein Tool. Zurück. Na, das Touch-Display funktioniert nicht mehr ganz so toll von der Reaktionszeit her. Okay. Checken wir mal, ob das Display funktioniert.
Jawohl, es funktioniert. Es leuchtet, wie ihr sehen könnt. Hier oben ist ein Viereck, was er jetzt gerade anzeigt. Es funktioniert. Start Exposure. Na, ich komme auf den Zurück-Button, komme ich nicht mehr richtig drauf. Das ist, muss ich nochmal schauen. Vielleicht ist das Display auch kaputt. Dann muss man nochmal vielleicht versuchen, das auszutauschen. Aber er kann soweit wieder drucken. Ich bin froh. Ich bin heilfroh. Das heißt, ausmachen, zumachen und fertig ist die Operation. Operation gelungen, Patient lebt. Und hier noch einmal zu guter Letzt. Da, 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 da. Noch ein wenig aufräumen und schon ist die Operation fertig. Patient lebt, Operation gelungen. Und wir haben jede Menge Abfall, den ich jetzt natürlich gleich entsprechend ordnungsgemäß entsorgen werde. Wie gesagt, der Drucker läuft. Nochmal ein letzter Check. Stecker rein. Strom an. Und wie ihr sehen könnt, das Display geht an. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video wenigstens ein bisschen gefallen. Es war ein kurzes Video. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und joint der Makorama Family. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hold the line, happy printing und ciao.